Na hey, Schuss, willkommen zu Let's Play Shank. Ja, ich bin Chester305 und Mr. Shoshman und Typ und Typ und Typ. Ja, warum jetzt auf einmal doch Shank? Erstmal möchte ich da ganz kurz einmal drauf eingehen. Ich habe in meinem letzten Infovideo gesagt, entweder Conker oder Shank. Fakt ist, ich brauche momentan ein wenig Shank. Ich brauche ein bisschen sinnlose Gewalt. Deswegen Shank. Gewalt in Videospielen ist auch mal eine Lösung. Der Typ da. Ich bin Super Macho Man. Super Macho. Der Klopper. Er kämpft gegen die Fliege. Ich hasse es, scheiße zu sein. Okay, ich glaube, ich weiß wieder, wie es geht. Sehr schön, ich habe auch meinen Spielstand vorher nochmal... Ich musste meinen Spielstand vorher ja löschen, weil sonst hätte ich jetzt die ganzen Waffen noch gehabt. Ich glaube, das Spiel ist noch ein bisschen zu leise. Kleinen Moment, das ändern wir mal schnell. So. No. Das hier, apply, Dingsy. So. Hau raus, die KG! Waren denn nicht eben noch Gegner? Achso. Now I change on your ass! Yes, give him! Och Gott, das Spiel ist geil. Nur mal so, ich hab's vor einer Ewigkeit mal gespielt und seitdem kam ich leider nicht mehr dazu. Weil, ja, das Spiel ist auch verdammt kurz. Ist nicht lang, also ich glaube, ich habe da irgendwie 2 oder 3 Stunden dran gesessen. Aber es bockt. Boah, wie geil. Wie war das noch? Ne, die Flasche muss nicht erschossen werden. Oh, da war die Granate. Hä? Ich mach doch unten Dingens. Bin ich grad doof? Hä? Ich meine, ich habe nicht mal volle Energie, aber wahrscheinlich, ja. Ach, egal. Ich habe eine Kettensäge und keine Angst, sie zu benutzen, meine Freunde. Ach, guck mal, Leute, die ich abknallen kann. Wieso funktioniert das nicht? Oh, ach ja, stimmt ja. Ich habe ja auch noch den Move. Ich kann auch noch Leute greifen und einen Super Smacken. Das habe ich ja voll vergessen. Ich habe ganz vergessen, dass ich das ja kann. Und blocken kann ich auch, aber blocken tut doch keiner. Seien wir mal ganz ehrlich. Sag mal. Oh, wie war denn das? Alter. Bin ich gerade echt zu doof, eine Buddel aufzunehmen? Och, ganz ehrlich. Nimm die Buddel! Ach, dann leck mir doch die Eier! Ich kann das auch ohne! Ich kann auch ohne dich schmeißen! Autsch! Alter!
hält sich wohl für groß und toll, hä? Meine Kettensäge sieht das anders. Ne? Du blöder Penner! Jetzt, nimm doch. Ernsthaft, ich... Hä? Wie zur Hölle war das? Habe ich das jetzt... Ach, so war das, genau. Nach unten und greifen, genau. Ah, jetzt wissen wir es doch wieder. Jetzt bin ich doch wieder dabei. Guck mal, was zum Hängeln. Weh. Aus dem Weg. Das spielst du jetzt auch schon ziemlich lange Zeit alt, glaube ich sogar. Also, jetzt wirklich eine Zeit lang. Das hat schon einiges auf dem Buckel. Ich hab's vor halt ein paar Jahren mal gespielt. Also, dann einfach gesagt so, ja. War auch, glaube ich, eins sogar meiner allerersten, wirklichen Steam-Spiele. Bist du, du blöder Penner? Okay, so schön. Whee! Guard. Hab Kettensäge, mein Freund. Alter, willst du was? Ich geb dir was. Ja! Ich finde auch die Namen total von denen bescheuert, von denen. Vor allem, wenn sie glauben, dass sie tatsächlich was machen können. Sure you can. Trink das Bier. Ja, vom Style her. Die gesamte Company, die das ja hier gemacht hat, die hat ja noch ein paar andere Spiele gemacht. Shank 2, was ich zum Beispiel auch nie gespielt habe. Ohne Scheiß, ich habe noch nie Shank 2 gespielt. Aber Mark of the Ninja habe ich gespielt. Und Mark of the Ninja ist auch verdammt geil. Steht auch auf meiner Liste. Ja! Piss dich weg, Mann! Ich meine, wir sind einfach süchtig. Wir haben eine Kettensäge, wir haben... Ach ja, Granaten habe ich ja auch. Ich habe total vergessen, dass ich... Ja. Ich habe ganz vergessen, dass ich sowas wie Granaten habe. Wollt ihr welche? Ja! Hier, habt welche. Alter! Zack! Ich gebe euch! Was habt ihr gegen eine Kettensäge, hä? Nichts! Ihr seid nichts! Und das ist gut so. Verpiss dich! Sam! Kettensäge ins Gesicht. Sehr schön. Ah, allein vom Stil her, dass da jetzt... Ey! Mr. Mega-Lutscher kommt gerade in den Ring und denkt und hält sich für eine ganz große Nummer. Hallo! Achso, ja, die Großen kann man nicht anspringen. Dafür sind sie zu groß und zu derbe. Zack! Wo kommt er denn jetzt her? Hier, spiel damit. Alter, das Messer ist aber auch mit am geilsten. Also das ist eine... Au, au! Hier, spiel damit. Big Boy. Ja, nicht mehr. Der Typ hat sich erledigt. Go, go, go. Aha. Ich bin Machos. Zerstörer der Welten. Lass mich mal machen. Ja, der Typ ist nur so groß wie ein Schrank. Ach ja, stimmt ja. Ich glaube, ich weiß, wie er geht. Glaube ich. Boot. Ja, was habe ich mir dabei denn gedacht? Ja! Dir gebe ich!
Man kann ihn auch so angreifen, also das ist es jetzt nicht. Aber es ist schlauer, wenn man ihn halt erstmal gegen die Wand laufen lässt. Au. Weißt du was? Hab Kettensäge! Blöder Wichser! Au. Er voll weggebootet. Was auch immer, warum auch immer ich das versuchen wollte schon wieder. Yo, Skate! Du Arsch! Hab ich erwähnt, dass das Spiel für Zuschauer unter 18 Jahren höchstwahrscheinlich nicht geeignet ist? Scheiße, das war der gar nicht. Ja, wie gesagt, das Spiel ist auch nicht sonderlich lang, aber man kriegt halt noch neue Waffen, eine Shotgun zum Beispiel. Oh. Die Shotgun ist eigentlich verdammt geil. Vor allem gegen die Ficker hier. Boah, verpiss dich! Hier, blöde Töle. Ach ja, der Typ ist uninteressiert an der Shotgun. So, jetzt ist Schluss hier. Schnauze voll. Bier heilt, Leute. Bier heilt. Genau wie Kettensägen. Oh ja, gerne. Ich dachte, es wäre irgendwie so ein Super-Afro. Boah, die Hunde, ne? Ganz ehrlich, mit den Hunden möchtet ihr euch nicht unbedingt anlegen. Die sind super nervig. Haja! Du Arsch! Na komm her! Dir gebe ich! Hast du nur davon? Selber schuld, blöder Penner. Geh weg! Oh mein Gott. Die Großen sind mittlerweile noch das größte Problem, aber das sind hier normale Gegner, nur mal so. Sie sind zwar nervig, aber irgendwo trotzdem machbar. Hallo! Du Arsch! So, hast du nur davon. Es ist auch geil, dass so eine Kettensäge den Kerlen gar nichts ausmacht. Ich meine, wir reden hier von der Kettensäge. Das Ding sollte schlicht und ergreifend durch deinen Arsch gehen und nicht in deinen Arsch. Eine Shotgun. Jaha! Okay, nochmal. Jaha! Oh Mann. Das habe ich irgendwo richtig. Das brauche ich momentan einfach. Bisschen, ganz großes bisschen sinnlose Gewalt. Oh, yes. Das ist dieses Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber schlicht und ergreifend braucht man hin und wieder mal ein bisschen Haufen sinnlose Gewalt. Lass das. Das Problem halt an der Shotgun ist, sie muss halt hin und wieder mal nachladen. Ist aber geil, um einfach mal Gegner zurückzuhalten oder zurückzuschleudern. Ach, wisst ihr was, wir bleiben bei den Pistolen. So. Die lässt die Gegner zwar nicht so schön zurück. Oh, hallo Bier. Ich brauch dich mal. Wir müssen männlich sein. Die Hunde können einfach nervig sein, deswegen. Weg mit euch! Verpiss dich! Piss dich! Ist die Töle tot? Ja, die Töle ist tot. Ich bin ja eher der Katzentyp, weil ich nicht gegen die Viecher allergisch wäre. Klick, klick. Was willst du eigentlich, hä? Was willst du?
Ich geb dir! Außerdem ist die Dings ziemlich geil für Combo-Abschlüsse. Gib mir das mal. Der trägt mir zu viel. Du Arsch! Für diejenigen, die das jetzt hier ein bisschen wie Mashen aussieht, so ein klein bisschen ist es das auch, aber es ist unglaublich befriedigendes Mashen. Ich danke vielmals. Aus dem Weg, ihr Ärsche! I am Heavy Weapons Guy. And this is your ass. Ich weiß gar nicht, ob das Ding Munition hatte. Ich hätte das Ding gerne mal wieder. Sorry. Friss Schund! I am Heavy Weapons Guy. Mann. Schon müssen wir es hier lassen, weil Shank ist nicht in der Lage, eine Minigun zu tragen. Leider. So ein Business-Lutscher, ne? Haben wir doch alle schon mal gehabt. Wir gehen unseres Weges, dann kommt uns so ein Business-Lutscher um die Ecke. Kennen wir alles. First World Problems und so. Business-Lutscher. Na komm. Jetzt gab Ruhe! Ach ja. Er ist groß, er kann das nicht. Er braucht das nicht. Er braucht das nicht. So. Das Gute ist, die großen droppen halt hin und wieder mal einfach Energie. Was? Ja. Blöde. Ja, die Töne überlebt einfach mal eine Explosion. Danger Hund. Tja, Mann! Halt die Fresse! Zieht euch ab, ey. Zieht das Fell über die Ohren. Nein. Ich meine, Shank ist ein Badass. Er geht mit einer Schrotflinte auf Hunde. So viel dazu. Habt ihr Hundeprobleme? Shank löst das Problem. Auf seine Art und Weise. Ernsthaft, lasst Shank niemals eure Probleme lösen. Das endet nicht gut. Bär. Bär. Bei der ist es was anderes. Hat auch viel mit Juggeln zu tun, also hier die Gegner einfach in der Luft zu halten. Was willst du denn? Hat eine Kettensäge. Es ist halt so dieses Basic-Combo-Gedöns, also von wegen schwerer Angriff, leichter Angriff, Distanzwaffe. Hat so ein kleines bisschen Devil May Cry-Feeling, wenn ich das mal so sagen darf. Weil das ist ja im Grunde nicht anders. Leichter Angriff, schwerer Angriff, Knarre. Das hast du nur davon. Vor allem Shank ist süchtig genug, dass er einfach durch sowas durchrennt. Ihn interessiert das eigentlich gar nicht. Ja. So geht das. Ich hätte da vielleicht die normale Knarre nehmen sollen. Das hätte vielleicht eher geholfen. Na. Ach so, das ist nur so ein Dash. Okay. Ach ja. Gute alte Cartoon-Gewalt. Nein, lass das! So, das war gut. Au. Mach ja deinen Kollegen kalt. Mach ja Slimplatt, was auch immer. Wo bin ich? Ach, da. Na, was willst du, hä? Seine Bullets hören einfach da auf. Das Geile ist, sie können euch halt nur im Grunde von euch wegwerfen. Mehr können sie dabei nicht. Wenn du versuchst halt, sie zu greifen. Aber das hier nehme ich gerne. Dankeschön. Na, wer möchte was, hä? Wer möchte mehr?
morgen in der nächsten Folge von Shank. Bis zum nächsten Mal. Tja, Leute, mitnehmen.